Ja, hallo liebe 1000 beste Zuseher, ich bin in der Box von Jens Holzhauer, der Honda-Guru hier im IDM-Fahrerlager, hat einen guten Namen hier, hat einen guten Ruf. Jens, lass unsere Honda-Fans daheim vor den Computern doch mal ein bisschen von Neid erblassen. Was sind so die geilsten Features hier an eurer Fireblade? Wo habt ihr euch besonders viel Mühe gegeben? Ja, ich sag mal so, die meisten Leute sagen natürlich immer alle, die Honda von mir wäre schnell, aber das sehe ich noch nicht so, weil es ist immer nach oben mehr möglich. Wir haben diesen Winter ganz, ganz intensiv gearbeitet, erstmal um das geringe Leistungsdefizit gegenüber den BMWs wegzumachen. Haben nochmal ein neues Motorenkit aufgelegt und es ist auch über Topspeed und Beschleunigungswerte jetzt zu sehen, dass wir mit den BMWs mitfahren können. Das ist erstmal zum Thema Motor. Dann haben wir dieses Jahr eigentlich aus der Idee vom letzten Jahr, vom Karl Margeritsch, eine ganz besondere Stoßdämpfertechnologie in dem Motorrad drin. Diese Technologie heißt TTR und dort haben wir ein System, was wie ein Lenkungsdämpfer funktioniert. Wir haben High- und Low-Speed in Zug- und Druckstufe und haben ein Dämpfersystem, was absolut temperaturstabil ist und keinen Einfluss auf teilweise auf Chattering oder Gripabrisse hat. Das ist eine Technologie, die ist eigentlich in meinem Hause quasi entstanden. Die Basis kommt von Öhlins, ist für den Rallye-Sport gemacht und fürs Le Mans-Auto. Und wir haben es quasi umgeswitcht aufs Motorrad. Das zum Thema Stoßdämpfer. Dann haben wir dieses Jahr viel an der Performance, an vielen Kleinigkeiten wie neue Ketten, spezielle Kettenräder mit Spezialbeschichtungen. Dann Bremsen gibt es eine Modifikation dieses Jahr. Wir haben für die vorderen Standardbremszangen ein Racing-Kolben-Kit gemacht, was die Temperatur besser ableiten kann, um auch da noch mehr Performance zu bekommen. Und dann liegt die Teilarbeit eigentlich, kann man sagen, im nach wie vor eine Gewichtsreduktion im Ganzen. Wir haben es dieses Jahr geschafft, das Motorrad aufs Gewichtslimit zu bauen mit einem Liter Kraftstoff drin. Wie liegt das für unsere nicht zu übersehenden Zuseher? Ja, wir haben beim IDM-Reglement 170 Kilo und wir sind genau auf 170 Kilo. Ja, das macht uns ein bisschen stolz. Es war wirklich eine Neukonstruktion von ganz vielen Bauteilen notwendig, so wie Armaturenträger oder Alurahmenheck, Lenker, Fußraster. Alles ist überarbeitet worden, nochmal um das letzte Gramm zu holen. So, dann ist es so, dass wir auch immer noch an der Kühlung arbeiten. Kühlung, mehr Power heißt bessere Kühlung. Und da haben wir dieses Jahr auch noch einen neuen Wasserkühler gemacht. Mit noch mehr Kühlfläche, aber auch in der Baubreite schmaler. So, dass wir dort auch im Gewichtstoleranz bleiben. War auch sehr viel Arbeit. So, und dann unzählige Prüfstandstunden, Abstimmung, Motormapping bis hin zur Elektronik. Dort arbeiten wir jetzt eigentlich im vierten Jahr in Folge mit der HRC-Elektronik, die uns drei Optionen bietet. Wir haben eine Wheelie-Control, wir haben eine sogenannte Spin-Control und dann haben wir eine Traction-Control. Wir haben drei Optionen und arbeiten mit diesen drei Optionen mittlerweile so intensiv, dass wir sagen können, es hilft uns über die Renndistanz. Wenn wir viel Regelung fahren, haben wir auch geringe Heißzeiter, aber das Problem ist, wir sind da nicht schnell genug. Eine gut funktionierende Traktionskontrolle im Hobby-Segment ist natürlich ein Sicherheitsfuture, aber leider ist es für uns eine Bremse von der Rundenzeit her. Also müssen wir immer an der Gratwanderung Rundenzeit und Sicherheit langlaufen. Es ist aber so, dass der Ransi, ich schieße das mal auf den Ransi, der Ransi ist ein Urbursche, der möchte am liebsten ganz wenig Elektronik. Und möchte am liebsten, wir sagen dazu immer, den Bullen pur reiten. Aber selbst er ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt, jetzt möchte ich nicht mehr darauf verzichten. So eine Sachen wie Spin Control helfen ihm schon bei kontrollierten Drifts aus der Kurve raus. Ja, Willy Control nimmt man auch immer gerne, weil die Motorräder sind mittlerweile so leistungsstark geworden, dass uns Willy-Neigung leider immer überall begleitet. Bis hin zum dritten, vierten Gang steigen uns die Motorräder. Und das kann man leider mit der Fußbremse nicht mehr alles regeln. Ne? Okay, ich habe da im Blick hinten einen GPS-Empfänger. Wo braucht ihr das Signal überall? Bei welchen Arbeiten am Motorrad und am Setup? Also es ist so, dass wir das Motorrad mit einem kompletten Datenaufzeichnungssystem von 2D versehen haben.
Wir zeichnen vorne Federwege auf, hinten Federwege. GPS machen wir, damit wir Rundenzeit, Linienwahl, auch Lean Angle, also Schräglagenwinkel messen können. Drosselklappe, Drehzahl, Lambda, das sind so Sachen, die sind mittlerweile Standard. Aber die reine GPS-Antenne hat für unsere Fahrhilfen keinen Einfluss. Ah, das wäre die nächste Frage gewesen. Das heißt, so wie zum Beispiel die Wilbers-Truppe hat mit der HP4 dieses semi-aktive oder aktive Fahrwerk, das runde Kurve für Kurve andere Setup einspielt, das braucht ihr noch nicht, habt ihr noch nicht, wollt ihr noch nicht oder gibt es nicht? Nein, das ist eine Sache, dieses System haben wir noch nicht. Das ist auch in der HRC-Elektronik noch nicht vorgesehen. Ist vielleicht mal Zukunftsmusik. Aber macht die Sache natürlich auch noch für uns als Techniker noch viel schwieriger, wenn wir auch noch Schräglagenwinkel mit einberechnen müssen. Und im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass wir es noch nicht haben, weil wir haben noch genügend andere Baustellen. Okay. Jetzt ist der Michael, glaube ich, übers Vorderrad einer, der sehr, sehr hart fährt. Das heißt, er hat aber vorher schon gesagt, da müsste noch ein bisschen arbeiten. Insgesamt aber so, scheinbar hast du gute Erfahrungen mit Österreichern gemacht. Martin Bauer, jetzt der Michael Ranseder. Gefällt dir die Bergluft bei uns oder gefallen dir die Österreicher? Oder was, wo ist dein Faible da? Naja, das kann ich nicht so sagen. Also das kann man ja nicht so bestätigen. Es ist so, wir hatten mit Martin natürlich eine ganz tolle Jahre und haben auch sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Ich glaube, dass einfach der Knackpunkt darin gelegen hat, dass der Martin ein ganz fokussiertes Ziel hatte und ich ein ganz fokussiertes hatte. Wir haben uns gut technisch verstanden und haben das Motorrad sukzessiv weiterentwickelt. Ja, dann kam der Karl Margeritsch, der hat uns auch vom Team andere Wege gezeigt. Wir waren auch sehr erfolgreich mit dem Karl. Ja, aber jetzt ist wieder mal ein Österreicher dabei und der Ranzi ist einer, der hat viele Parallelen auch zu Martin. Der hat diesen Siegeswillen, dieses Kampfesgeist und das ist mir schon die Jahre davor aufgefallen und ja, der Karl hat Schluss gemacht, hat Karriere beendet und haben gesagt, dann kommt wieder ein Ösi ins Team. Okay, na, dann wünschen wir natürlich alles Gute hier als Patrioten und viele, viele Punkte hier auf der österreichischen Rennstrecke hier am Red Bull Ring. Ja, vielen Dank.